Nitrate müsste er auch irgendwo haben. Oh, wo war denn das jetzt schon wieder? Hier? Nee. Hallo? Wo war denn das? Ich habe ja echt irgendwie Übersichtsverlust. Kohle ist jetzt leer, aber auch wieder viel Schwefel. Da könnte man auch nochmal nachlegen. Waren das hier die Schwefelzüge? Ja. Erstmal nur zwei. So, wo war denn hier dieses... Hier sind schon vier Züge. Wo war ich denn gerade gewesen? Was war denn das? Eine Chemiefabrik? Das Rosane? Hier. Chemiefabrik Salz, Schwefel, Nitrate. Was liefert er hier an? Salz. Gucken wir, wie wir den Rest herkriegen. Nitrate kommen aus Lugano Erzverlaut. Achso, ich von hier oben. Ist das hier dann? Und Schwefel. Hä? Achso, ist gar kein Schwefelzug. Die kriegen gar keinen Schwefel. Die kriegen keinen Schwefel. Warum kriegen die keinen Schwefel? Haben wir das irgendwie vergessen? Das ist ja ein Riesenskandal, ist das. Was sagt denn da der Wirtschaftsplanungskaiser dazu, dass wir Schwefel vergessen haben? Ja, scheiße. Also Schwefel kommt aus einer Zinkhütte, einer Kokerei und einer Ölsandaufbereitungsanlage. Hatten wir nicht eine Zinkhütte schon irgendwo angekettelt gehabt? Dass wir da einfach nur den nächsten Schritt vergessen haben, das anzubinden an irgendwas. Hier? Nee, achso, das ist bloß... Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das würde ja heißen, dass ja dort das Potenzial gar nicht genutzt wurde bisher. Warte mal, hier unten. Zinkhütte, 0% befördert, Schwefel. Tja, warum? Mal davon abgesehen, dass das... Ach, wo war denn das jetzt schon wieder?
gut, bis dort hoch ist schon lang, ne? Warum haben wir denn das Schwefel dort nie eingepackt? Scheiße. Würden die von hier unten dort hochfahren können? Ah, ich sehe schon. Jetzt haben wir natürlich zufälligerweise hier diese Strecke gebaut. So hier rum. Ah, da müsste man wieder... Da müsste man die irgendwie hier hochführen. Und dann hier einen Rechtsabbieger machen. Oh. Na gut, okay. Da haben wir Schwefel vergessen, ey. Oh. Ich glaube, da sind beim Wirtschaftskaiser in der Abteilung wahrscheinlich ein paar Köpfe gerollt, also im übertragenen Sinne. Ja, müssen wir halt doch ja die Verbindung bauen. Machen das mal so hier, damit wir uns einfach hier in eine Kreuzung sparen. Wie mache ich jetzt das Gegengleis? Na gut, die würden erstmal ja hochkommen. Müssten aber dann hier vorbei. Wie macht man das wieder? Wahrscheinlich. Die kriegen aber auch selten Ersatzteile hier. Achso, der Fettbus ist immer leer. Achso, wegen der Fahrzeit. Stimmt, das müssen wir auch noch hier gucken. 3 plus 3 plus 38 plus 35, 79. Dann soll er... ...79 plus 3 sind 82, dann soll er einfach hier 80 Tage warten. Ach, der ist schon noch voll beladen. 3 Tage... 3 plus 37 plus 3 plus 30 sind 73, sind 17, 3, also 76. Ja, warte mal, jetzt habe ich glaube ich... Quatsch gerechnet, 3 plus 7, 3, no. 3 plus 37 plus 3 plus 30 sind 17. Die 3 Tage noch sind 20. Da haben wir mal 18 draus. Kommt das da überhaupt hin jetzt?
Ja, 88 Tage wird er jetzt unterwegs. Oh, 88. Mysteriös. Nicht, dass es irgendwelche Kackhater hier. So, der passt ja sowieso mit. Der ist dann wahrscheinlich bloß einmal im Jahr. Kommt der dort an. So, jetzt müssen wir erstmal den Zug hier rüber bauen. Kann ich hier noch einen Doppeltunnel reinmachen? Ja. Dann wird der Flughafen halt untertunnelt. Hier können wir die obligatorische Brücke drüber. Und der Tunnel unterm Lichtbogenofen ist auch immer sehr gut. Ach so. Bitte so hier. Ich sehe mich schon dann irgendwie noch das hier anbinden und hier geradeaus drüber und solche Späße. Aber jetzt machen wir erstmal ja das Werk hier drüben einfach. Obwohl, ist auch viel Säure, ne? Da könntest du auch nochmal ordentlich wegkarren.